Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ihr seht, ich habe uns wieder eine Kleinigkeit mitgebracht. Und diesmal wollen wir nicht einfach nur diese schönen Tinboxen öffnen. Nein, diesmal gibt es ein kleines Battle und zwar mit diesen beiden Tinboxen. Und zwar mit dem guten Pukedu92. Also geht mal auf seinem Kanal. Der hat auch zwei von diesen Tinboxen geöffnet. Auch eine Garados und eine Raichu-Tinbox. Und der hat ordentlich gepullt. Und wir machen das wie folgt. Für verschiedene Karten gibt es eine verschiedene Anzahl an Punkten. Also der gute Pucke-Dude war so freundlich und hat das schon einmal alles festgelegt. Für eine einfache Holo gibt es einen Punkt. Für eine Shiny gibt es zwei Punkte. Für eine GX gibt es drei, wobei ja eigentlich eine Shiny mehr wert ist als eine GX. Aber so wie er gepullt hat, soll mir das auch ganz recht sein. Eine Shiny GX gibt vier, genau wie eine Full Art. Und eine Rainbow oder Secret Rare gibt 5 Punkte. Und der hat ganz schön gut vorgelegt. Insgesamt sind bei ihm 25 Punkte zusammengekommen. Geht mal auf seinen Kanal. Ich packe es mal wieder oben rein, wo ihr, ne, auf seinen Kanal kommt. Und dann zieht euch einfach das Video rein. Der hat es heute auch hochgeladen. Heute ist ja Dienstag. Und das ist schon echt brutal. Eigentlich kann ich ihn nur noch schlagen, wenn ich eine Goldkarte ziehe. Eine Goldkarte gibt es ja auch. Und da haben wir ausgemacht, dass es für diese Goldkarte 6 Punkte gibt. Wobei ich finde, eigentlich, wenn man eine Goldkarte zieht, sollte man direkt gewinnen, weil ich glaube, die Dinger sind so selten. Wie auch immer, ich hoffe, es geht euch soweit gut. Ich blende das auch nachher nochmal ein, welche Punkte es für welche Karten gibt. Ich erwähne das aber auch immer dann nochmal und wir zählen ja auch im Video. Ich staffel das einfach mal hier so nach den Boxen wieder auf. Die Karte will ich direkt sleeven. Wir hatten ja auch schon mal so ein Dreier-Tin-Box-Opening gehabt, wo wir dann auch natürlich so eine Glurak-Box geöffnet haben, von jeder eine. Das Video könnt ihr euch auch mal reinziehen. Das erste Video, was ich ja zu diesen Tin-Boxen gemacht habe, ich zeige euch erstmal nochmal die Karte, war ja so eine Glurak-Tin. Und da haben wir dann auch noch die neuen Pokébälle getestet. Unter anderem hier so ein Premiere-Ball. Und ich glaube noch ein Flottball war das. Da ist ja vor allem alter Stuff drin, also nicht besonders empfehlenswert, außer man möchte den Ball haben. Ich war jetzt da nicht so amused drüber. Die Karte ist übrigens sehr, sehr schön. Habe ich natürlich jetzt schon, weil ich davon ja schon ein bisschen was geöffnet habe. Aber ich finde die Artworks einfach richtig gelungen, ne? Und auch hier wenig Text, sehr, sehr schön. Ja, die Promos zählen natürlich nicht mit rein, ne? Weil ob wir die jetzt noch mit reinrechnen oder nicht, spielt am Ende ja keine Rolle. Kann man handhaben, wie man will. Ob man jetzt sagt, okay, rechnen wir noch mal für die GX jeweils 3 Punkte drauf, aber ne, das verrechnet sich dann ja automatisch. Von daher haben wir gesagt, lassen wir das raus, brauchen wir da nicht noch mitzählen, ist ja Schnickschnack. So, weil die hat ja sowieso jeder drin. Anders sah es natürlich aus. Ich hatte ja schon mal eine Tinbox geöffnet. Müsste mal bei mir in der Mediathek gucken. Ich weiß gar nicht genau, was das für eine Tinbox mehr war. Da hatte ich dann das Glück, da waren zwei Promos drin. Schade, dass das nicht hier der Fall ist. Auch die Raichu-Promo wirklich sehr, sehr gelungen. So. Und dann wollen wir die einfach mal abarbeiten. Das sind die Booster. Jedes Artwork haben wir ja hier anscheinend nicht drin. Hier fehlt nämlich noch Arctos, Zapdos, Lavados. Dafür haben wir zweimal Glurak drin. Plop, legen wir mal hier hin. Und hier haben wir wirklich jedes Artwork drin. Ne? Das ist dann so eine Mustertin. Mal gucken, ob der Inhalt auch überzeugen kann. Und da fangen wir mal direkt an. Wie gesagt, 25 Punkte gibt es zu schlagen. Also der Pucke-Dude 92 hat er richtig, richtig gut gepullt. Das kann ich eigentlich gar nicht mehr schlagen. Drückt mir die Daumen, dass ich es doch kann. Und gönnt euch auf jeden Fall sein Video. Sehr empfehlenswert. Ach, erstmal ein Code hier für euch. Viel Spaß damit. Macht was raus. Es geht um nichts, zum Glück. Das wäre sonst echt ärgerlich, weil der hat richtig gut gepullt. Das Video selbst von ihm habe ich auch noch nicht gesehen. Er hat mir nur ein Foto geschickt von dem, was er gezogen hat. Die Artworks sind toll, ne? Hier beim Chanera, die Shigi-Gießkanne, hier das Arctos erwähne ich immer wieder mal, weil ja doch nicht alle Videos schauen. Aber auch die älteren Videos kann ich nur empfehlen. Schaut euch die mal an. Ich habe da auch in der Vergangenheit ganz coole Sachen geöffnet. Und jetzt schauen wir mal, was wir dahinter haben.
Ja, immerhin, immerhin. Ne? Also auch diese Energiekarten zählen als ein Punkt. Also haben wir schon einen Punkt. Ja, und das ist unsere erste GX. Das sind drei, somit sind wir bei 4 Punkte. Und ich finde, das Centering ist hier auch gar nicht schlecht bei dem Glurak. Also Puckelud, 92, 4 Punkte. Ne? Hat der Papa gezogen. Ja, das fängt doch schon mal gut an. 4 Punkte aus dem ersten Booster, das muss man erstmal schaffen. Ich hoffe einfach, dass diese Tins wirklich gut sind. Ich verliere ja ungerne. Zum Glück geht es ja um nichts, dann tut es nicht ganz so weh. Aber dafür ist die Energiekarte nicht so ganz gut gecentert, wenn ihr euch das mal anschaut. Hier oben, ist nicht so ganz schön. Schade, schade, schade. Naja, gut. Aber immerhin zwei Hits. Also ich finde auch diese Energiekarten, die sind richtig cool. Und wie gesagt, punktetechnisch liegen die ja gleich mit einer normalen Holo. Ich bin mir sicher, machen wir einfach hier mal weiter. Ich bin mir sicher, wir werden auch noch einen Aquana ziehen. Aquana Holo. Das ist ja so eine Standard-Holo. Und die gehen wirklich deutlich schwerer auf als so manch andere Booster. Ähnlich, einer von euch hat das ja letztes Mal so schön kommentiert, ne? Die von Sonne Mond Grundset, die gehen auch so schwer auf. Das ist ja mal so ein bisschen unterschiedlich. Wie gefallen euch eigentlich solche Battles? Sagt ihr, ja, ist ganz cool oder so normales Opening gefällt mir viel, viel besser? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wenn ihr Bock habt, dass ich öfter mal sowas mache, dann einfach, wie gesagt, unten reinhauen in die Kommentare, dann gibt es öfter mal ein Battle. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier Schönes drin haben. Ein Carpador in Reverse, aber nicht mal als Rare. Und dahinter ein Geowatz Non-Holo. Mau, 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 mau. Schade, da war nichts. Jetzt haben wir eigentlich gar keine Punkte auch für Reverse Holo Rare, aber gut. So ist es nun mal. So. Mal gucken. Die Gyarados Tin ist ja bis jetzt nicht schlecht. Aber es war ja das erste Booster hier, die Misty. Die ist entschlossen, ich bin entschlossen. Eine Goldkarte wäre richtig, richtig cool. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gezogen hier. Pikachu mit dem super süßen Artwork. Und dann kann dahinter schon wieder nichts sein. Das ist meistens so immer, wenn hier so eine Kack-Reverse kommt, dann ist dahinter immer nur eine normale Holo. Also ich fand ja die Pinboxen irgendwie vom Inhalt, also waren die zumindest bei mir, deutlich besser als die Tinboxen. Weiß ja nicht, wie eure Erfahrungswerte sind. Ja. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. So. Schaut doch mal bei Instagram vorbei, da haue ich dann immer die Karten raus oder lade sie hoch, die ich gezogen habe. Die gute Schwester Joy natürlich jetzt nicht hier, ne? Die normalen Karten. Wobei ich finde, dieses Artwork verdient eigentlich auch mal gepostet zu werden. Auch dieses Tragos hat ein super Artwork, also von daher. Da werden dann immer nur die Karten hochgeladen, die irgendwie ein bisschen besonders sind. Ne? Und da haben wir unser erster Shiny. Das ist gute Morlord. Und das habe ich auch noch nicht. Das ist die Karte SV10 aus SV94. Richtig schönes Artwork. Und das Centering ist auch gar nicht schlecht. Und dahinter haben wir noch. Na, man hat ja mal die Chance auf einen Double Hit. Jetzt hier leider nicht. Und somit haben wir jetzt nicht nur 4 Punkte, sondern schon mal 6. Aber ihr merkt, bis 25 wird schwer. Wird schwer, weil der gute Puckedud, der hat wirklich richtig gut vorgelegt. Ganz schwer. 6 Punkte haben wir bis jetzt. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Das wäre ja noch was, wenn wir jetzt noch den Spieß umkehren, umdrehen könnten und das Battle noch gewinnen. Porenta, Gokko, Enton, Pipi, Carpador, Rattan, Voltoball und unsere nächste Shiny, ein Diancie. Und hier ist das Centering leider voll in die Hose gegangen.
Aber trotzdem, auch ein schönes Artwork. Die sind ja sehr einfach gestaltet hier, die Shinies. Und da ich die auch noch nicht habe, kommt die in die Sammlung. Da ist mir das Centering dann selbst nicht so wichtig. Und dahinter haben wir ein normales Smogmog. Ja, immerhin eine Shiny. Somit kommen nochmal 2 Punkte oben drauf. Somit haben wir jetzt statt 6, 8. Und ihr merkt ja, bis 25. Schwierig, schwierig. Aber ja, ich sag mal, mit der Garados hin kann man jetzt eigentlich zufrieden sein. Eine Holo, ne? Das ist. Vielleicht hat man noch Glück und zieht noch was. Mal gucken, was die Raichu hin noch so für uns parat hält. So ein Mewtwo Full Art Shiny wäre mal wieder cool. Habe ich ja schon mal aus so einer Pin gezogen. Also schaut euch ja nochmal die Videos zu den Pins an, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Das wäre cool, weil dann kann man auch ruhig so ein Battle verlieren, weil die ist ordentlich was wert. Ein gutes Mokkon Stern, du. Ich meine, das ist so wie ein Base-Set, das Artwork, oder irre ich da? Ich habe das nur noch so schleierhaft vor Augen, das liegt schon so lange her. Also gute Glumanda. PP Reverse Holo Rare. Ja, die legen wir auch zur Seite, gibt aber leider keinen Punkt. Und dahinter immerhin eine Holo. Und zwar Rokkos Training. Da kommt nochmal ein Punkt drauf. Und dann sind wir bei 9. Ist ja nicht mehr so weit bis 25. Also ich sag mal, ich glaube, ich könnte jetzt noch eine Tin öffnen und dann wäre es immer noch, bis ich auf 25 Punkte kommen würde. Sehr, sehr schade. Aber das gute Pixie, ja, das legen wir auch mal zur Seite und liefen es. Zählt leider nicht. Aber ich glaube, selbst wenn ich dafür einen Punkt jetzt nehmen würde, ja, dann wäre ich bei 10. Und naja, dann hätten wir immer noch 15 bis 25. Also mehr als die Hälfte. Ja. Und das aus 2 Boostern. Ja, selbst wenn ich jetzt hier 2 Goldkarten drin habe. Schwierig, schwierig. Habt ihr schon mal eine Goldkarte gezogen hier aus Verborgenes Schicksal? Das ist ja echt selten. Bis jetzt war es mir noch leider nicht vergönnt. Ich hätte echt Bock drauf. Rettern unten. Ah, Leute, da ist sie, da ist sie. Das ist die Karte, die ich auch unbedingt haben wollte. Eine der Karten, die ich unbedingt haben wollte. Das gute Glurak GX. In Full Art Shiny. Ja, Leute, und was bedeutet das? Da kommen noch mal jetzt schön 4 Punkte drauf. Und ich glaube, das Centering ist jetzt auch gar nicht so schlecht. Und was verbirgt sich dahinter? Ja, immerhin eine Holo. Mistys Wasserkontrolle. Auch eine richtig schöne Karte. Ich glaube, man sieht das jetzt gar nicht so gut. Immerhin, jetzt kommen noch mal 5 Punkte drauf. Das ist richtig gut. Und oh, seht euch die Karte an. Also ich glaube, hier Glurak GX ist so eines der Must-Haves aus diesem Set. Und richtig gut. Also die Tin ist richtig geil gewesen, richtig stabil. Und ich freue mich jetzt. Ich habe zwar das Battle verloren. Klar, das war ja eigentlich von Anfang an schon klar. Somit kann man schon fast sagen, abissa langweilig. Aber geil, geil. Richtig, richtig, boah, mega. Freue ich mich. Das ist. Toll, 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 toll. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was so eure Lieblingskarte aus diesem Set ist. Ich kann euch das jetzt sogar noch nicht mal ad hoc sagen. Ich weiß nur, das ist auf jeden Fall eine von denen. Ich glaube, Mewtwo ist zwar noch mal ein bisschen mehr wert, aber die ist um einige schöner. Ja. Ui, 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 ui. Also wie gesagt, noch mal 5 Punkte drauf. Damit müssen wir jetzt, glaube ich, bei 14 sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe im Kopf. Ja. Wie gesagt, eigentlich ist das hier schon mit den Punkten fast egal, weil wenn ich jetzt 14 habe, dann müsste ich jetzt 2 Goldkarten ziehen, um noch zu gewinnen. Und ja, dann seid ihr live dabei, wie jemand 2 Goldkarten zieht. Das wird natürlich nicht passieren. Ne? Das wird nicht passieren. Das erinnert mich so ein bisschen an How I Met Your Mother, wo Barney den Er wird nicht kommen macht. Er wird nicht kommen, sie wird nicht kommen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch an die Folge erinnern könnt. Ich finde die legendär. Ja.
Jetzt habe ich das Warte vergessen. Oh Gott, nein. So. Porenta. Mega, 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 mega. Vor allem zwei Gluraks, ne? Einmal hier als normale GX und dann einmal als Full Hard Shiny. Geil, 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 geil. Reverse Holo, zwar auch keine Rare und Smetbo. Und damit ist die Reitschutin echt scheiße. Ja, entschuldigt diesen Ausdruck, aber die ist richtig schlecht gewesen. Dafür war die Gyarados-Box umso besser. Und wenn wir jetzt einfach mal zusammenzählen, haben wir hier 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14. Kommen wir auf 14 Punkte. Der gute Puckedut hat 25. Somit geht das ganz klar an ihn, das Battle. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Megapuls. Zieht euch auf jeden Fall das Video rein. Ich werde es auch noch machen. Ich habe jetzt ja bisher nur das Bild gesehen, was er da gezogen hat. Echt brutal. Aber ich denke, dank der Garados-Box können und dürfen wir uns echt nicht beklagen mit diesem mega geilen Glurak. Richtig gut. Ich hoffe, das Battle hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr Bock auf weitere Battle? Und dann könnt ihr auch gerne Tipps und Tricks nennen, wie man so ein Battle noch verfeinern kann. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat es wieder viel, viel Spaß gemacht. Ich ziehe mir dann auch erstmal gleich das Video vom guten Puckedu92 rein. Wie gesagt, ich hau den oben rein. Und zum Abschluss gibt es nochmal einen Code für euch. Wenigstens für einen von euch. Viel Spaß damit, macht was raus. Und dann verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, ihr Lieben. Euer Puckeknecht90. Ciao.